Servus, grüß dich. Schön, dass ihr noch dabei geblieben habt, dass es euch nicht langweilig geworden ist draußen auf dem Wasser. Aber es hat den Hintergrund, ich habe im Wasser draußen mit meiner Nikon gefilmt, mit der V300. Die ist ja wasserfest. Von dem her ist es nicht sonderlich dramatisch, wenn es mir einfällt oder wenn ich kentern darf. Ich bin doch noch nicht so erfahren, dass ich jetzt mit der Panasonic filme, weil die, wenn mir einfällt ins Wasser, dann ist mit Sicherheit kaputt und dann gibt es keine Videos nicht mehr von mir. Weil die kann man momentan keine neu kaufen. So schaut es aus. Die habe ich nämlich sauber verpackt jetzt und jetzt können wir hier am Lagerplatz schön filmen. Ja, ihr habt es gesehen, ich bin ewig lang rumgefahren, den ganzen Vormittag bis jetzt, jetzt haben wir es 15 Uhr. Habe einen Platz gesucht, wo ich nachbleiben könnte und wollte eigentlich da auf so Inseln bleiben. Die habe ich über Google Maps gefunden. Aber die Inseln, da ist es so, da sind unheimlich viele Vögel drauf, Jungvögel. Vor allem auf der Nachbarinsel, da sind sehr viele Fischreiher. Da sind Enten, jegliche Arten von Enten. Da haben Schwäne drauf, da haben Biber und die wollte ich auf keinen Fall stören. Ja, dann bin ich rumgefahren, habe ewig lang einen Platz gesucht und habe durch Zufall auf dieser Insel hier einen schönen Lagerfeuerplatz gefunden. Wirklich nicht gewusst. Das ist reiner Zufall. Das ist natürlich voll geil. Das ist super. Genau. Ja, da habe ich jetzt dann ein kleines Lager aufbauen, wie ein bisschen Holz machen, wie wir was Schönes kochen. Ich habe ja ein kleines Pfanderl dabei und ja, da wünsche ich jetzt viel Spaß. Da schaut es zu und dann schauen wir, was der Abend bringt und was der Morgen bringt. Viel Spaß dabei. Bis später.
Hier seht ihr es, ich habe mir erst ein bisschen was aufgebaut da. Hab keinen Plan gehabt, habe einfach drauf losgebaut. So macht es mir am besten Spaß. Ich mache nicht immer das optimale Buschkraftlagerbau wie jeder andere, sondern ich baue einfach drauf los und dann kommt sowas raus dabei. Es ist gemütlich, mir gefällt es. Das Wichtigste steht jetzt. Klar, das Taub hätte man anders spannen können, aber das ist eigentlich nur Just for Fun dabei. Das habe ich nämlich neu. Das ist von AquaQuest und das ist ein 3x3 Meter Taub. Das wollte ich schon länger mal 3 auf 3 Meter und deswegen habe ich es heute mal mitgenommen und habe es ein bisschen als Windschutz hergebaut und das reicht auch. Es soll keinen Regen geben, wenn dann gibt es Schnee halt. Es soll bis minus 4 Grad abkühlen auf die Nacht und von dem her wird es langsam einmal Zeit, dass ich da aufhöre mit denen anbasteln, mache ein bisschen Brennholz, weil ich mag es auf Nacht auch warm und ich mag mir auch noch was kochen und das machen wir jetzt. Auf den Inseln, auch auf der Donau, das ist das Schöne, es liegt ohne Ende für Treibholz umeinander. Wie wir sagen, Schwemmholz. Und es ist weitgehend trocken, wenn es am Land liegt. Und ist natürlich perfekt zum Verarbeiten. Dann legen wir los. Ich sage euch, das eine, die Lappländer, ist ein Top-Sog für das Geld, ja schon ewig lang. Aber mit der Silke, mit der Big Boy, ist man wesentlich schneller. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Holz gemacht, hoffe das gelangt mir, aber es wird halt kalt, von dem her mag ich ein bisschen mehr haben. Klar, am Morgen in der Früh brauche ich auch noch ein bisschen was, weil da brauche ich meinen Kaffee in der Früh, weil ich glaube, sonst kann ich Kajak fahren, also bin ich saugrantig. Ja, genau, jetzt werden wir noch ein bisschen da einen Sonnenuntergang anschauen und dann werden wir schon langsam eine Feier machen dann und das Kochen anfangen nachher. Genau, sonst gibt es eigentlich jetzt gerade momentan eh nichts. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, was gibt's heute auf Nacht? Heute gibt's ein Rehragout, Schmarrn, gibt kein Rehragout heute, aber es gibt Chili con Carne. Ich mache Chili con Carne, nicht Chili sin Carne, ich bin kein Veganer
Hab's aber schon mal probiert, muss ich sagen. Hat sehr gut geschmeckt, Chili sind keine. Aber ich mache Chili con carne. Und zwar in dieser Pfanne hier. Die zeige ich euch jetzt einmal. Die hat mir ein Abonnent geschickt, und zwar der Mike. Mike, wow, echt top Geschenk von dir. Muss ich wirklich sagen, die ist handgeschmiedet, so eine wollte ich schon immer. Und er hat mir eine geschickt, er hat mir einen Brief dazu geschrieben, per Hand. Das hat mich echt bewegt, muss ich wirklich sagen. Das ist eine feine Sache von dir gewesen. Und ich möchte dir anständig einweihen. Machen wir sauberes Chili drin und die Pfanne wirst du oft sehen. Muss echt sagen, wow, wow, wow. Mehr kann ich nicht sagen dazu, weil wenn jemand einen handgeschriebenen Brief schreibt und schickt dir sowas als Geschenk aus freien Zügen vom Herzen aus, das sagt einiges. Das hat mich ein bisschen bewegt, muss ich sagen, weil ich habe in dieser Welt eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es sehr viele schlechte Leute gibt, aber sowas bekehrt mich wieder, muss ich sagen, gibt echt gute Leute auf der Welt. Ich hoffe, dass es mehr gute gibt wie schlechte. Und da werden wir uns jetzt ein sauberes Chili con carne kochen drin. Ja, und jetzt machen wir erst einmal Feuer. Wir haben da ein bisschen einen Zunder gesucht, ein bisschen Holz. Da mache ich jetzt gleich einmal ein bisschen Feuer und dann fangen wir das Kochen. Ja, ihr habt es jetzt gerade gesehen, mein Messer schneidet nicht mehr so richtig. Ist schon leicht stumpf, gehört wieder einmal nachgeschliffen. Aber der Haufen von Abonnenten, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, es tut mir echt leid, ich darf den Namen wirklich gerne nennen, weil den steht es auch zu. Der hat mir den Tipp gegeben, geh einmal zum DM und kauf da so Nagelfeilen so lange. Die sind schön weich, gerade für einen balligen Schliff sind die optimal. Und ich muss jetzt sagen, DM gehe ich eigentlich nie rein. Ich mag das nicht, das DM-Zeug da drin. Also die haben gute Sachen, aber DM ist mehr so ein Frauenlohn. Wo die mir, ja, ich bin dann reingegangen, mal am Vormittag. Ich bin dreiviertel Stunde rumgelaufen drin, ich habe das nicht gefunden. Ich habe dann fragen müssen, wo es die Nagelfeilen gibt da für Frauen, die schon weich sind. Die hat mir ein bisschen komisch angeschaut, aber wir haben es dann gefunden. Ich glaube, die haben dann 1,85 € gekostet. Und mit dem kann man raus und wirklich schnell mal im Feinschliff von einem Messer nachschleifen. Funktioniert echt top. Das schauen wir uns ganz kurz an. Und zwar das ist das Teil. Das hat eine ganz feine Seiten und ein bisschen rauere Seiten. Die raue Seiten kann man jetzt nicht wirklich gut verwenden, aber die feine Seiten ist sehr gut. Und es ist schön weich. Das ist für einen balligen Schliff wirklich top. Jetzt kannst du sie wieder sehen lassen. Das fühlt sich gleich ganz anders an. Es ist wirklich fein, ist super. Wenn man das macht, wenn es nicht zu stumpf ist, ist es unheimlich gut nachgeschärft. Das ist echt schön. Und das ist auch das Schöne, dass ich durch euch unheimlich viel lerne. Ich kann es immer wieder nur betonen, ich bin kein Profi, nicht, überhaupt nicht. Ich gehe gern raus in die Natur, das tue ich schon mein ganzes Leben. Aber vom Profi bin ich weit entfernt. Und mich freut es unheimlich, dass ich durch euch sichere Tipps kriege und was lerne. Und die Tipps gebe ich natürlich an andere weiter, das ist klar. Das ist ja wichtig, dass man die Tipps weitergibt.
So ein Chili braucht einfach Zeit. Das ist wichtig, dann schmeckt es auch besser. Deswegen lasse ich es wieder ein wenig da stehen. Lasse es 20 Minuten ziehen oder eine Viertelstunde. Dann stelle ich es wieder auf, erhitze es wieder. Das mache ich ein, zwei Mal und dann kann man es essen, dann passt es. Jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Tipp, wie man Chili wirklich den letzten Schliff gibt. Und zwar ein kleines Stück von Zartbitterschokolade reingeben. Den so laufen lassen und das schmeckt echt geil. Ich probiere es mal aus. Ich weiß, normal müsste man Chili jetzt mindestens einen Tag stehen lassen und dann wieder aufwärmen, aber das geht halt nicht. Mein Morgen dafür, glaube ich, habe ich nicht unbedingt Appetit auf Chili. Ja, ich kann jetzt sagen, das Chili con Carne war echt wow, sehr gut. War mir fast ein wenig zu fein. Das hätte für zwei Personen gelangt, aber ich bin ja immer da unterwegs. Und von dem her habe ich Salat gegessen. Naja, mal. Und jetzt will ich noch ein bisschen Buschbox TV schauen. Da kannst du dann auch ein bisschen mitschauen. Und dann später lege ich mich ins Bett. Schlafe mich sauber aus. Schau, dass ich bald aufstehe. Dass ich mir einen Sonnenaufgang anschaue. Weil das ist das Allerschönste in der Früh, wenn die ganzen Tiere aufstehen. Und da freue ich mich schon ganz stark drauf jetzt. Und das, was jetzt noch wirklich super ist, es ist jetzt fast windstill. Ganz leicht geht der Wind und es ist gar nicht kalt. Es wird zwar in der Früh aus, ich denke kurz vor Sonnenaufgang noch richtig frisch. Aber da bin ich im Schlafsack drin, da ist mir das egal. Okay. Ja, die Enten kennen da auch keine Bettruhe nicht. Die machen da ganz schöne Gaude. Jetzt habe ich gerade noch zwei Biber beobachten können im Wasser drunter. Die sind schon sehr imposant von der Größe her. Also schöne Tiere, muss ich wirklich sagen. Und ansonsten gibt es jetzt nicht viel zu mir erzählen mehr. Ich lebe mir jetzt ins Bett. Schau, dass ich morgen ziemlich bald rauskomme. Mache mir einen schönen Kaffee. Und hoffe, dass ich gut schlafen kann. Das Wetter passt auch perfekt jetzt. Und ja, sehen wir uns morgen in der Früh. Bis später. Ja, und das hätte ich fast vergessen. Jetzt hätten wir ja immer eine Kerze auf Nacht, weil ich so viel Angst habe. Das
Ich habe mein halbes Leben allein im Wald geschlafen, aber ich habe ja so viel Angst, das wisst ihr. Von dem her brennt die Kerzen. Glaubt zwar nicht lang, dass der Winter noch was macht, aber zum Einschlafen passt es. Macht es gut, bis morgen. Guten Morgen, grüßt euch. Oder Ahoi, wie man sagt. Keine Ahnung. Ja, zu meiner Nacht. Ich habe sehr gut geschlafen. Es war relativ warm im Schlafsack. Ich habe zwar einen Sommerschlafsack dabei gehabt mit Biwak-Überzug. War so an der Grenze. Ich habe dann irgendwann einmal die Fließjacken angezogen drunter, weil es ein bisschen frisch geworden ist. Wind ist ziemlich stark gegangen, aber im Großen und Ganzen war es echt okay. Ich bin zwar erst x-mal aufgekommen, weil ich einen totalen Schmarrn dran habe. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung, wird euch öfter auch so gehen, dass man totalen Schmarrn traut, dann kommt ständig auf. War halt so. Aber im Großen und Ganzen bin ich fit. Haben wir so einen schönen Kaffee gemacht, haben ein bisschen aufgegeben am Feuer. Habe jetzt da schon ein bisschen gepackt, das Kajak. Und ja, es wird dann noch ein bisschen zusammenräumen, also wirklich kein Müll hinter los und gar nichts. Ein bisschen Holz los ja da. Und dann will ich wieder rudern. Weil mich freut schon wieder unheimlich, dass ich jetzt rausfahre aufs Wasser. Ich wollte sogar in der Nacht noch mal rausfahren heute.
Aber da muss ich sagen, bin ich ein bisschen zu ungeübt dafür. Wenn da was passiert, ist schlecht. Das Wasser ist wirklich arschkalt noch. Okay, ich werde es wahrscheinlich, wenn ich nicht zu weit raus bin, noch zu schaffen. Aber das Problem ist, das Kajak ist dann weg. Und dann ist schon wieder vorbei mit den kleinen Abenteuern. Das war nicht gut. Ja, jetzt will ich dann umsteigen wieder auf meine Nikon. Auf meine Wasserfeste, wie die Panasonic verräumen. Wie ich schön wasserdicht verpacken und da so nichts passiert. Ich will jetzt noch ungefähr eine Stunde zurückrudern, denke mal eine Stunde zum Auto. Und wir noch ein paar Aufnahmen, ein paar Sequenzen mitfilmen. Vielleicht verzeihe ich noch ein bisschen was und mal schauen, was mich freut. Und ansonsten, ja, sehen wir uns auch bald wieder. Macht auch so kleine Abenteuer, den Tipp gebe ich euch. Auch wenn ihr einen Kumpel habt, der nie Zeit hat, dann geht es allein raus. Das ist auch super, sucht euch einen schönen Platz, wie ich es gemacht habe heute. Das ist wirklich eine feine Sache, das ist entspannt, das ist super. Ja, mal schauen, was ich dann nächste Woche mache. Ich weiß es noch nicht, vielleicht gehen wir wieder mal im Wald raus oder so. Und ja, bis dahin wünsche ich euch jetzt was. Bleibt gesund, geht's raus, habt Spaß am Leben. Bis zum nächsten Mal. Fertig. Ja, das ist die Schöne auf so Inseln, auf der Donau, liegt für irgendein Holz immer noch. So heißt es, liegt. So, jetzt probieren wir das nochmal. Jetzt zeigt mal, wie das läuft. Das ist nicht immer alles perfekt, da bin ich noch kein Profi mit. Ja. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ein Flugzeug. Wie immer. Wieder Flugzeug. Ja. Schlafen. Bin 100.000 Mal zu aufgekommen, weil ich irgendwie einen totalen Scheiß geträumt habe die ganze Zeit. Ansonsten war die Nacht echt okay. Die Enten haben da ein bisschen Gaudi gemacht, die kennen also keine, so, wie sagt man denn dazu? Sperrstunde, ne? Ruhestunde, was weiß denn ich? Keine Ahnung. Wie sagt man? Ruhestörung, ich weiß es nicht. Mach eine schöne Gaudi raus. Schöne Geräusche, gefällt mir. Ja. Ja, mittlerweile ist schon ganz schön spät geworden. Die Enten da drüben und die Kraniche oder was immer das auch ist. Kraniche. Ja, ist ein Fischrei. Machen wir nochmal. Hallo.